Was geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben. Und wie im letzten Video angekündigt, sind wir jetzt im Dojo und ich habe die African Whip, die afrikanische Peitsche habe ich dabei. Und sie ist wirklich sehr flexibel. Das habe ich schon getestet. Aber sie ist noch gar nicht ausgepackt. Also hier so sieht das da oben aus. Und ich versuche jetzt das mal einfach abzupacken. Mit purer Gewalt funktioniert das natürlich. Also hier stehen noch so ein paar Infos drauf. Die brauchen wir aber nicht. Ah, guck mal, hier ist noch so eine Schlaufe, damit man sie nicht verliert. Aber ich bin von dieser Peitsche wirklich sehr begeistert, weil da richtig Wumms dahinter ist. Das hätte ich nicht gedacht. Hört mal den Sound. Also diese Schlaufe hier am Ende, die werde ich jetzt erstmal abmachen, wenn das geht. Weil ich glaube, jetzt gerade stört sie mich. Ja, guck mal, geht ganz einfach ab. Ich glaube, so, die ist halt dafür da, wenn man sie irgendwie am Gürtel oder so befestigen möchte. Aber so gefällt mir das Ding jetzt gerade besser hier. So, hier könnt ihr euch das gute Stück nochmal jetzt in voller Größe reinziehen. Also wie gesagt, das ist eine afrikanische Peitsche, heißt auch Sambiok, wenn ich das richtig ausspreche. Und die wurde ursprünglich dafür benutzt, um Vieh zu treiben, also um Kühe oder so, auf die Weide zu kriegen. Hier so ein bisschen so, oder zum Reiten, so als Gerte auch. Aber auch für den Selbstschutz, zum Beispiel, wenn man durch den Dschungel oder durch den Busch geht und das sind irgendwelche giftigen Schlangen, dann kannst du die aus einer sicheren Reichweite so totklatschen und dann kann dir die Schlange nichts tun. Ursprünglich wurde diese Peitsche aus Nilpferdleder gemacht. Diese hier ist aber aus Kunststoff nachgebaut und sie hat aber genau die gleiche Funktion, als wenn sie jetzt aus Nilpferdleder wäre. Das kann man, glaube ich, von den Kosten her nicht tragen. Diese hier ist sehr günstig und ihr könnt sehen, wie flexibel sie ist. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal in Slow Motion an. So Leute, in die Kommentare. Hashtag Peitschenslap. So, also wie gesagt, sie wird normalerweise aus einem dicken Stück Nilpferdleder sozusagen geschnitzt, bis sie dann ungefähr diese Form hat. Nicht wie die Westernpeitschen, was ihr vielleicht kennt. Die werden aus verschiedenen Lederbändern zusammengeflochten wie ein Zopf oder so. Und die machen diesen typischen... So, und diese afrikanische Peitsche hier, die ist von der Handhabung her eher wie ein Stock. Wie ein flexibler Bambusstock zum Beispiel. Wenn ihr Bruce Lee kennt, den Film Game of Death, da kämpft er mit so einem flexiblen Bambus gegen den anderen mit Nunchakus. Und das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Also ihr schlagt fast zu wie beim Fechten. Ihr könnt diese ganzen Schläge machen. Und mit so einer geflochtenen Westernpeitsche zum Beispiel, die ihr aus dem Film kennt, so von Indiana Jones oder so, die würdet ihr halt schon schwingen und dann in der Luft einmal so knallen lassen. Und ich hatte so eine schon mal in der Hand und ich kann euch sagen, das ist wirklich nicht einfach. Es sieht im Film immer so leicht aus, aber es ist echt nicht einfach, dass das dieses Geräusch macht. Also ich hatte mal eine in der Hand und ich habe es wirklich nicht hingekriegt. Da braucht man echt Übung für. Mich erinnert das von der Handhabung eher auch so ein bisschen an ein Rapier, was ihr vielleicht vom Fechten kennt. Ja, also diese flexiblen Degen. Nur halt, dass man mit dem hier ganz schnell zuschlagen könnte. So am Sandsack könnte man mal machen. Das ist echt also mega viel Reichweite und extreme Geschwindigkeit, weil sie auch sehr leicht ist. Und für die Selbstverteidigung natürlich auch gut geeignet. Vor allem ist der Vorteil bei dieser Peitsche, sie zwiebelt extrem, ja, aber also ihr werdet eurem Angreifer wirklich Schmerzen zufügen. Aber ihr werdet ihn nicht gleich töten, wie zum Beispiel, wenn ihr einen Baseballschläger habt oder einen Teleskopschlagstock oder so. Wenn ihr damit jemanden volle Kanne auf den Kopf schlagt, dann hat er einen Schädelbruch und wird wahrscheinlich nicht mehr glücklich in seinem Leben werden. Und dann seid ihr auch dran bei der Selbstverteidigung, so ist das leider. Und mit dieser Peitsche ist das nicht der Fall. Das heißt, ihr könnt dem Gegner richtig Schmerzen zufügen, ohne ihn zu töten, sondern wahrscheinlich platzt nur die Haut auf oder er kriegt Striemen oder so. Auf jeden Fall zur Abschreckung sehr gut geeignet. So, und vor allem hier hinten ist noch so ein stabiler Knauf dran. Und man könnte jetzt die Peitsche auch umdrehen und mit diesem Ende zuschlagen. Das ist dann richtig wie so ein Warhammer, ja, so ein Morgenstern. Das ist richtig funktioniert. Also damit könntet ihr dann doch den Gnadenstoß noch vollziehen. Und wie viel Wucht in dieser Peitsche drin ist, das werden wir auf jeden Fall testen. Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare und wir werden dann den Turbo-Test vollziehen. So, wem das zur Selbstverteidigung nicht reicht, dann reicht es bestimmt für einige Spielchen zu Hause mit der Freundin, falls ihr sie mal auf afrikanische Weise
mit der afrikanischen Peitsche slappen wollt. Und ansonsten, wie gesagt, werden wir testen, wie viel Wucht in diesem Ding und in diesem Ding steckt. Okay Leute, wir freuen uns auf eure Vorschläge, was wir mit der Peitsche peitschen sollen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Peace out, Leute, haut rein, macht's gut, ciao!